Willkommen zurück zu Grandia mit zwei Spielern. Hallo. Hey Sam, wir haben plötzlich Guido den Mogay dabei. Wir können ihm mal ein Accessoire geben, immerhin haben wir noch eine riesen Accessoire-Sammlung. Schutz vor Schaden unter 10, Träger fällt nicht hin, Kombi-Angriff. Heilt viele SP bei Angriffen, Schutz gegen Falltod um. Heilt SP während eines Angriffs, Feuerschutz, Wasserschutz, Windschutz. Plus 5 Angriff, merkwürdiges Design, Technikstufe, plus 15 Bewegung. Ist alles nicht so geil, ne? Nicht wirklich für ihn. Vielleicht geben wir ihm einfach... Weiß ich nicht. Ach, der hat momentan plus 4 Schutz gegen alle möglichen Statusveränderungen. Schlimmer kann es gar nicht sein. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall die Truhe hier vorne mit. Ich hatte jetzt schwer damit gerechnet, dass es eine Mimik ist. Warp-Schuhe, yeah. Verschwinden im Kampf. Die Schuhe verschwinden im Kampf? Sind das echt statslose Warp-Schuhe? Ja, statslose Warp-Schuhe. Sinnlos. Ja, dann nicht. Super. Können wir gestohlen bleiben, die Warp-Schuhe. Ja, die Musik hier ist, wie gesagt, heavy. Wir haben hier unten noch schon einiges an Encountern gesehen, aber bis jetzt noch keine getroffen. Da ist der erste Encounter. Das sieht nach einer gewissen Encounterart aus, die ich nicht mag. Sieht nach einer untoten Encounterart aus. Ich guck mich mal kurz ein bisschen da vorne um, ob hier irgendwelche Kisten rumliegen oder so. Da ist zumindest schon mal dunkles Geld. Sehr dunkles Geld. Scheinbar wollte man irgendwie darstellen, dass hier unten kein Licht hinfällt. Überhaupt, wie... Oh, da war ein Bildwechsel. Überhaupt, wie kommt hier überhaupt Licht hin in dieser Umgebung? Wieso sehen wir was? Wir haben Lampen. Unterirdische Ruinen 4. 4? Sind wir gerade von 1 zu 4 gegangen? Ja, wir sind gerade von 1 zu 4 gegangen. Das heißt, sie gehen rundherum. Yay. Na, das wird ja lustig. Da sind ein paar Encounter, die wir, wie gesagt, erstmal geflissentlich ignorieren werden. Yay. Und außerdem haben wir hier ein Brot. Es ist eine weitere Allzweckfrucht. Nice. Du hättest sie auch wieder daraus benutzen können. Nein, das tue ich aus Grundsatz nicht. Allzweckfrucht für Justin. Niemand ist so OP wie Juss, der Tim. Dann gehen wir mal gegen die kämpfen. Du bist dran! Nice. Sehr interessant. Vogelschädel und Warpmann. Aha, deswegen haben wir Warpschuhe gekriegt, weil die Warpmänner sind. Ja, um es erstmal auszutesten, würde ich sagen, greifen wir normal an. Was? Auf jeden Fall sehr untot hier. Oh ja, wir machen ordentlich Schaden. Tut auf jeden Fall weh. Also, sollte nicht so schwierig sein hier. Dann machen wir eine Feuerpeitsche da rein. Gucken, was die macht. Feuerelementar! Also die Warp-Viecher sind schon mal gegen Feuerelement immun, das ist schon mal gut zu wissen. Slash den mal, aber gegen normale Angriffe nicht, halten nur relativ viel aus. Ja, was können wir denn? 10 Diebstahlversuche für einen Feind. Okay. Senkt IP zur Untergrenze im Bereich, okay. Mobnadel heilt SP eines Freundes mit einem Schuss. Praktisch. Wow. SP-Heilung. Und exakt 0 Zauber. Sonst hätten wir den Mockschuss, aber dafür bräuchte man eine andere Waffe. Ja, wie wär's, wenn du einfach mal Mock-Taschendieb stahlst? Mock-Taschendieb! Aha! There! Meins! Tada! Ja, hat auf jeden Fall nicht entfallen gelassen. Braver Taschendieb. Okay. Fena. Wie wär's denn mit einer Runde Heuschlag? Jetzt wirfst du das Item weg. Justin, war das jetzt notwendig? Twist like a tornado. Welches Item? Das Item, das gerade rausgefallen ist. Achso. Tornado! Oh, es sieht nach einem Ausrüstungsgegenstand aus. Ich bin überrascht. Sieht nach Schuhen aus, ja. Wind, Stufe erhöht und tot. Alright. We won! Und er hat nichts fallen lassen. Schauen wir mal, es ist ein Warp-Schuh. Way. Ja, hätte man sich denken können, ne? Guido hat auch kaum Stats. Guido ist irgendwie nur so da, um da zu sein. Ja, schön hier, da gibt's Geld. Perling. Perling. Okay, vielleicht geht's noch nicht rundherum. Da sind noch irgendwelche komischen Sandelementare mit in dem Team drin. Werden wir bestimmt gleich auch noch kennenlernen, die Viecher. Ja, das scheint auf jeden Fall eine Sackgasse gewesen zu sein. Sehr interessant, dass es dann 4 ist. Ja, dann gehen wir mal hier oben lang, würde ich sagen. Hier sollte eigentlich auch... Vermeidest du jetzt extra den Gegner? Ja,
Oh. Werden wir sowieso irgendwann gleich treffen. Ob wir wollen oder nicht. Vorne ist Geld, das haben wir aber auch so schon gesehen. Dafür hätten wir jetzt nicht unbedingt den Ausguckpunkt gebraucht. Da haben wir eine Vase. In dieser Vase befindet sich Zausamen. Plus ein Max ZP. Ja, nice. Benutzen. Zack, mit Fehler. Hey. Unsere Superzauberin. Blum, blum, blum. Ich hatte fast Max. Die hat mit 99 schon Max Zauberpunkte für Stufe 1, ne? Ja, aber was sie wirklich braucht, ist Max Zauberpunkte für Stufe 3. Das stimmt wohl. Dann nehmen wir mal das Geld hier vorne mit. Und du hast irgendwas in dem Dings gerade noch nicht mitgenommen. Ja, da war noch ein Nebengang mit Geld. Gehen wir für das Geld nochmal zurück. Wir sind ja schließlich gierig und geizig. Du hast einen Mobwein, natürlich ist es begehrlich. Und geizig. Das ist auch nur ein einzelner Warp-Gegner. Das muss nicht sein. Ja, oder auch doch. Ich dachte, der war clever genug, um uns zu folgen, aber nein. Pathfinding hat es nicht in den Weg reingeschafft. Dann kämpfen wir gegen die Vogelschädel. Die Vogelschädel halten ja hier nichts aus. Hey, bestehl die doch mal. Die haben bestimmt was Lustiges. Nee, das sind irgendwelche Guffelgegner aus dem Gebiet hier. Die dürfen ihren Kram gerne behalten. Ich wollte Wind, glaube ich, immer noch verbessern, wenn mich nicht alles täuscht. Machen wir einen Heulschlag. Ja, ganz viel wolltest du das verbessern. Du greifst an. Blow, Storm, blow! Weil dafür kriegen wir noch eine Fähigkeit, wenn wir unseren Windlevel weit genug erhöhen mit Just. Bam. Hat bestimmt viel Zeit. Ja, hätte schlimmer sein können. Ich mag, wie der Mogai angreift. Das ist nur ineffektiv. Mogai ist eben, ne? Und dann machst du auch noch einen Heulschlag. Um mal zu zeigen, wie das richtig geht. Zeig Justin mal, wie das ist, wenn ein Magier und wenn ein Kämpfer einen Heulschlag einsetzt. Wohl hatte Justin nicht auch ziemlich viel Int? Hat auch ziemlich viel Int, ja. Aber wirklich viel hat es auch nicht gemacht. Großer Unterschied ist er wirklich nicht, ne? Hat er gerade dreimal angegriffen? Ich glaube auch. Vielleicht ist seine Angriffsanimation noch nur so unglaublich lang. Schauen wir gleich mal. Zack, bumm, tot. Aber ich denke mal, dreimal angreifen würde zumindest kompensieren, dass er mega schlechte Stats hat. Sehr schlechte, ja. 255, je. Oh, Justin hat genau einen Waffenpunkt gekriegt. Yay. Doch so viel. Immerhin hat er was gekriegt. So, dann gehen wir wieder rüber. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ich würde vielleicht mit Justin ab und zu mal den Eisschlag einsetzen, anstatt die ganze Zeit Drachen oder so. Weil ich glaube, da kriegst du nämlich auch Wind von. Ist da Wasser und Wind drin in einem Eisschlag? Ich meine, ja. Kann sein. Es wird auf jeden Fall effektiver sein, als zu versuchen, mit Heulschlag irgendwas zu töten. Gucken wir gleich mal. Es soll ja nichts töten, es soll ja nur Punkte sammeln. Dun, dun, dun. Noch mehr Geld. Noch mehr dunkles Geld, ja. Schwarzes Geld. Schwarzgeld. Da unten ist noch ein Brot, das würde ich auch gerne mitnehmen, wenn wir dann wieder runterkommen. Und eine Kiste und Geld und Geld und generell viel Zeug. Also wenn wir eine Möglichkeit nach unten zu kommen kriegen, dann sollten wir die wohl ergreifen. Whee! Hopp, schon bin ich unten. Braves Spiel. Hallo, Kiste! Yay, eine Kiste. Zaubertrank. Mit einem Zaubertrank. Könnte schlimmer sein. Die sind echt zu dumm zum Laufen. Dann hätten wir da noch einen Krasamen. Den benutzen wir erstmal für Justin. Damit er noch kräftiger ist. Oh, das sieht aus wie ein Schalter. Das sieht aus wie eine Falle. Okay. Okay. Habe ich gerade den richtigen Weg gefunden? Wahrscheinlich. Benutzen Versamen. Damit haben wir uns versamt. Ach du Scheiße. Das sieht alles viel zu richtig aus, wo wir sind. Nehmen wir noch eben das Geld hier vorne mit. Dann flüchten wir mal, auch wenn die uns sowieso nicht verfolgen, weil die zu doof sind. Ja, ich habe so das Gefühl, das Erkunden hier könnte eine Weile dauern. Das ist echt ein großes, offenes Gebiet, in dem wir uns hier mal wieder bewegen. So ein kleines bisschen, ja. Da oben ist die Rampe, wo wir hin müssen, um mit diesen komischen Dingern da zu fliegen.
Klepper, 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 klepper. Oh, das ist ja, der ist ja hinter uns her. Was ist denn hier los? Das können die doch eigentlich gar nicht. Das sollen die doch gar nicht können. Jetzt. Jetzt, wo wir das geschafft hätten, können wir auch wieder zurückgehen erstmal, glaube ich. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wohin es ging. Ah, okay. Ich glaube, jetzt habe ich Orientierung. Glaubst du, hast du Orientierung? Ja. Ist immer sehr schön zu sehen. Wie du siehst, bin ich den richtigen Weg entlang gelaufen. Das war ja auch so schwer. Du mir auch. die Frage ist nur, ja, da. Wo sind hier noch die restlichen Items, die wir definitiv alle einsammeln wollen? Und sind sie wichtig? Ist auch noch so ein Ding. Ja, da dürfte ich nach oben bringen. Das dürfte die Treppe nach oben sein. Ah, das ist hier dieser Weg. Ha! Ha! Ich habe das dumpfe Gefühl, das ist ein sehr lustiges Puzzle, wo du die ganze Zeit runterfallen kannst. Ah, das Gefühl habe ich auch. Und dann kann man unten die ganzen Items einsammeln, wenn man einmal zu doof war und runtergefallen ist. Na, gucken wir uns erstmal hier vorne ein bisschen weiter um und sammeln noch die restlichen Schätze ein, die hier so rumliegen. Das scheint schon gewesen zu sein hier oben. Dann können wir auf jeden Fall nochmal eben ein Stück zurückgehen, weil da sind noch ganz viele Seitenarme gewesen, die ich nicht genommen habe. Yay. Die Kiste da vorne haben wir genommen. Und das hier ist ein Weg in eine absolute Sackgasse, die völlig sinnlos ist. Cool. Ich liebe solche Wege. Das sind meine Lieblinge. Ja. Ganz besonders. Ja, wo ging's denn hier rüber? Da konnte man durch, hier sind wir runtergefallen. Und dann gab's hier noch was auf der Seite, weiß ich noch. Geld! Geld! Mehr Geld! Brauchen wir total. Ja, noch mehr Geld. Du musst ja die besten Items im Spiel kaufen können. Und wann auch immer die kommen. Und ob man auch immer davon irgendwas käuflich erwerben kann. Oh, noch eine Kiste. Da ist bestimmt ein Zaubertrank drin. Und es ist ein Blitzamulett. Ui, plus zwei Blitzschutz. Feuer und Wind. Und das scheint es jetzt gewesen zu sein hier auf der Seite. Das ist eine Sackgasse. Da oben drauf nix. Ja, dann war's das. Okay, dann war's das wirklich. Ziemlich cool. Ja komm, die greifen wir mal eben an. Dann sehen wir mal eben, was das für Gegner sind. Die bösesten Gegner von allen. Wahrscheinlich. Flechte! Oh, das sind aber viele Gegner. Das ist schön. Das ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um nochmal den Holzschlag rauszuholen. So schön viele Gegner auf einem Ort. Heulerschlag! Beziehungsweise auf einem Bildschirm, die alle dadurch erwischt werden. Yay. Die wahrscheinlich relativ wenig Schaden nehmen, aber das ist mir egal. Ach, Zombies. Windstufe hoch. Sehr gut. Das wollte ich sehen. Und dann machen wir noch Zap auf alle. Du könntest natürlich auch Blitz mit Justin benutzen. Da müsste auch noch Luft drin sein, oder? Irre ich mich. Da ist auch Luft drin, ja. Pum, pum, pum. Wenn Guido jetzt so Schaden machen würde. So, jetzt erstmal Zap alle. Dann werden die wahrscheinlich auch nicht von sterben, weil es Rap-Dead zaubert. Aber ordentlich Schaden, der kommt trotzdem da rum. Ah, tot. Hat gereicht, hat anscheinend. Come back with reinforcements. 600 G. Oh ja, 48 Wind. Hat sich gelohnt. Guter Heulerschlag. Ah, okay, vielleicht hilft das doch noch hier. Würde ich mich nicht darüber beschweren, den Heulerschlag dazu benutzen in solchen Situationen. Jetzt habe ich aber gerade wieder die Richtungsorientierung verloren. Da musste hin. Ist das richtig? Ja, ist die richtige. Ja, doch, ist die obere. Okay, dann wird's Zeit für Platforming. Es gibt nichts Schöneres als PS1 Platforming. Alle drauf. Alle drauf. Wo fährst du uns hin? Plattform, wo geht es hin? Plattform. Da ist der Ausstieg. Da ist der Einstieg. Da ist der Umstieg. Das sieht so aus, als ob du es beim ersten Versuch schaffst. Das war's schon. Das war schwierig. Ja, schön. Also hochkompliziertes Rätsel und so. Dann sind wir schon auf einer Seite und hier ist Geld. Ne, geht noch weiter. Puh, Glück gehabt. Das ist das Problem. Ah.
Rechts oder links? Kamen wir hier nicht im... Ne, da vorne geht's auch noch weiter. Hm. Tja, jetzt ist die Preisfrage. Wo wollen wir lang? Da außerdem die sinken die gerade. Ich sehe es schon kommen. Dann gucken wir mal, was auf dieser Seite ist. Da ist nämlich eine Kiste auf jeden Fall versteckt. Und in dieser Kiste finden wir... Was Gutes drin. Ja, tatsächlich. Töpfelmacher. Töpfelmacher. Okay. 44 Angriff, 10 Verteidigung. Okay. Das ist nicht schlecht, nur leider brauchen wir eine Axt für Justin. Außerdem hat er ein 50 Angriffsschwert, oder? Ja. Aber da ist Verteidigung. Können wir aber Guido geben. Statt seinem Messerchen. Geht's hier noch irgendwie lang? Ne, jetzt müssen wir die Plattform zurücknehmen. Und dann müssen wir irgendwie die andere Plattform entlangkommen, die gerade eben desynchronisiert ist. Weshalb das ein bisschen schwierig werden könnte, habe ich so das Gefühl. Aber wir gucken mal. Ah, ah, da kommt sie, da kommt sie. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur irgendwo anders damit hinkommen. Das da sieht gut aus. Vielleicht irgendwann mal. Nein, niemals. Das Spiel schiebt uns, wenn ich einfach nur stillstehe. Das ist lustig. Yay. Stunden später. Ja, ne? Kann noch ein bisschen dauern. Okay. Machen wir jetzt hier rüber. Versuchen wir unser Glück mal hier. Theoretisch hätte ich auch nach oben gekonnt, aber die Frage ist, ob ich wirklich nach oben will oder hier rechts weiter will. Tja, das ist eine gute Frage. Das kann ich leider nicht sagen. Nehmen wir erstmal die Plattform hier. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Puzzle. Findest du? Ich finde es ziemlich langweilig gerade. Hörst du meine Ironie nicht? Dann gehen wir hier auf die andere Seite. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht so aus, als ob du da hingehen solltest. Ja, sehr schön. Ah, da ist auch ein Speicherpunkt. Wunderbar, wunderbar. Okay, dann sehen wir, dass wir nichts sehen. Hier ist nichts mehr. Yay. Und stoßen weiter in den Dungeon vor. Unterirdische Ruinen 1. Oh, super. Jetzt kommen die unterirdischen Ruinen 1. Merkwürdiges Timing. Wir gehen rückwärts durch den Dungeon. Oh, hey, guck mal. Ein Trank. Bestimmt irgendwas Wertloses. Lebtrank. Oh ja. Was lebt? Ein Wertloses. Mal wieder ein Belebungstrank. Ja, schön. Also dort liegt Geld. Bevor ich jetzt irgendwas Dummes mache, gucken wir uns hier oben noch kurz um. Da. Huch. Noch ein Gang. Unterirdische Ruinen, Schrein 1. Wir haben auf jeden Fall den Schrein gefunden. Ich glaube, wir haben den Schrein und wir haben den Boss gefunden. Die Kamera dreht sich hier nicht. Also ich schätze mal, hier wird nichts versteckt sein, weil ich kann nicht gucken, ob ich will oder nicht. Ja, dann. Einmal dehnen, auf in den Kampf. Dahinter liegt noch Geld. Ich vermute, das ist vielleicht nur ein Zwischenboss. Wollte gerade sagen, vielleicht ist es nur der Eingangswächter. Ruinenwächter. Ziemlich nah dran. Okay, rappedirapp, dann geh mal doppelt. Doppelgänger. Gonna thrash you good. Gonna thrash you good. Slash, 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 slash. Du hast das viel zu früh gesagt. Slash, 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 slash. Meine Güte, hat der viele Waffen auf dem Rücken. 444. Ob der die auf dem Rücken hat oder im Rücken? Guido. Guido. Mach mal deep auf ihn. Oder? Senkt IP zur Untergrenze im Bereich. Was soll das überhaupt bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Benutze es doch einfach und versuchen wir was rauszuholen, was IP sind. Bumerang. Diamantenstaub! Das finde ich aber gar nicht gut. Bumerang geht auf Justin. Bestimmt stark. Ja. Das ist nicht nur eine Bombe und du jagst uns gerade auch irgendwie hoch. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, der hat die Bewegungsleiste da unten zurück versetzt. Dann ist er ja quasi nützlich. Dann sind das IP. Also wenn wir den Pfandbrief benutzen, dann erhöhen wir die Bewegungsgeschwindigkeit unserer Bilder da unten. Okay. Das sind scheinbar IP, wenn ich das richtig interpretiere. Super. Axt angreifen, was?
Ja, bloß die Zap-Peitsche erstmal zu benutzen. Ich geh auf den Wächter. Zap-Peitsche! Ha! Nice! Peitsche-Stufe hoch, yay! Feuer auch! Und dann hätte ich gerne den Eisschlag gegen den Wächter. Der gerade den Diamantenstopp einsetzt. Immer noch, Eisschlag! Freeze! Gucken, ob er auch Eiselementar ist. Sieht aber nicht so aus. Dann kann Parappa hier nochmal den Wächter-Doppelgängern, wenn er nicht gestoppt wird durch den Bumerang. Geht wieder auf Justin und wird wieder keinen Schaden machen. Ja, ist ja ein hochmächtiger Wächter. Neun. Doppelgänger. Schaden gemacht. Kind of rush you good. Merkt ihr das übrigens? Wir benutzen nur Single-Target-Sprüche bis auf die Bomben. Ja, ja, ich weiß. Dolch, Stufe hoch. Ouch. Die Axt kann tatsächlich mal alle angreifen. Bin schon fast beeindruckt. Weil es so viel Spaß macht, heilen wir das eben schnell wieder hoch. Yeah. Now you'll be okay. Alle heilen. Und schon war es das mit allem, was der Boss bis jetzt gemacht hat. Solange er seinen Bumerang nicht auf Guido wirft, wird er wahrscheinlich keinen Schaden machen. Naja, macht immer noch 9 Schaden. Ja, das war's dann schon. Genau, Moxie einsetzen. Ne? Heilen 2, das ist nicht nett. Schauen wir mal, was er kann. Immerhin. Der tut nur so, als würde er ein Schwert benutzen, das kann er nicht wirklich. Dann mach nochmal Doppelgänger drauf. Doppelgänger! Kind of thrash, you're good. Hat der eigentlich 2 Köpfe? Einen blauen und einen roten? Ja. Das fällt dir jetzt auf. Ja, ich hab bis jetzt nicht so richtig drauf geachtet. Ich hab eher auf seine Waffen geguckt. Bumerang! Oh, 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 er hat Fener mal angegriffen, ausnahmsweise. Das dürfte wird sich Schaden nehmen. 25, ui. Ja, immerhin. Dann schauen wir mal, was Drachen macht im Vergleich zum Eisschlag. Drachenspalte! Dragon King Spice! Im Vergleich zu den Single-Targets. 1, 2, 3, 4 und... Oh ja, Schwertstufe hoch. Macht ordentlich Schaden. Aber... Boomerang. Natürlich auf ihn. Oh, auf Rap. Dann schauen wir mal, wie viel Schaden das bei Rap macht. 14. Gefährlich. Wie wär's mit noch einer Drachen-Zap? Wow, jetzt geht's aber los hier. Wir haben ja einen Heilpunkt direkt vor der Haustür, ne? Haben wir? Ja, haben wir. Okay. Also ein Bild zurück, aber sehr nah dran. Also wenn wir den gekillt haben, können wir nur mal eben kurz zurückgehen, dann sind wir wieder voll. Puls, Puls, Puls und... Nice! Nice! Und jetzt noch ein Dragon King Slice, dann ist ein Teil von ihm tot und generell ist er schon fast erledigt. Drachenspalter! Dragon King Slice! Ich finde es aber schön, dass der Kampf gegen diesen einzelnen Drachentrupp mit 4 Drachen drin deutlich schwerer war als das hier. Dann. Boom. Ein Schatz, doch ein Schatz. Und Geld. Und etwas klein, wenig Geld. Yeah. Big win for us. Hat er jetzt endlich eine Axt gedroppt? Juwel, Juwel. Natürlich nicht. Er hat nur Geld gedroppt, in Massen. Und eigentlich sein Fertigkampf für Justin. Stufe hoch. Yay. Stufe 30 erreicht. Sehr schön. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Ja, war nur irgendein Zwischenencounter. Kommt nicht mal eine Sequenz oder so dafür, dass wir den besiegt haben. Und jetzt kann ich auch die Kamera hier drin drehen. Jetzt sehe ich, dass hier tatsächlich was liegt. Wie unfair. Sehr schön. Es ist ein Rennsamen plus eine Geschicklichkeit. Ja, oh, gehen wir Justin. Just er in den Mund. Niemals genug. Stats. Das stimmt. Er ist auch der Hauptcharakter. Er kann gar nicht genug Stats haben. Ja, also den Tempel, also die Ruinen, da müssen wir auf jeden Fall erkunden. Wir gehen mal einmal kurz um die Typen hier rum und zurück zu dem Speja-Punkt, der im letzten Bild stand, damit wir unsere ganzen Zauberpunkte wieder kriegen und unsere Skillpunkte haben. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die unterirdischen Ruinen erkunden werden. Bis dahin. Was? So etwas. Ja, unglaublich, wir beenden eine Folge. Vor 30 Minuten. Boah. Ja. See ya. Ciao. Ah, wir könnten noch ein bisschen weiter labern, passt das. Dann würden wir zumindest auf 25 Minuten kommen. Nee, lieber nicht.